Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Lass uns mal schauen, welche Botschaft sich für dich zeigt und du machst die bewusst allgemeine Legung. Schau mal, ob du damit überhaupt resonierst. Es kann sein, dass Triggerpunkte auftauchen, die dir dienlich sind. Des Weiteren kann es sein, dass die Rollen verdreht, vertauscht und gespiegelt sind während einer Legung. Daher denke bitte immer mit. Und es kann auch sein, dass du nur mit einem kleinen Bereich resonierst, der aber für deine jeweilige Situation demnach ausreichend ist. Gut, liebe geistige Welt, ich bitte um Unterstützung. Bitte stupst jetzt einmal die richtigen Menschen an für die nachfolgende Legung und Botschaft. Ui, da war ein Orb. Na gut, dann schauen wir mal. Ja. Die obere Welt, der Hexenmeister. Okay. Ein Meister, der der oberen Welt dient, oder was? Ist das jemand gemeint? Ja, der kriegt Feuer unterm Arsch. Okay. Oh, je, je. Der kriegt von der oberen Welt Feuer unterm Arsch. Der kriegt Order. Der brennt. Okay, na dann. Ja, was haben wir hier? Naja. Ja, was haben wir hier? Die geistige Welt, die schützt dich halt hier vor einer Fremdenergie, vor einem Fremdeinfluss, ne? Und das ist der Hexenmeister höchstpersönlich. Ein Meister der Illusion, ein Meister der Manifestation. Ja, da kommt schon der Teufel, der Fuchs, wollte ich gerade sagen. Ja, aber Teufel, ja, das kann schon passen. Das passt dann hier aber. Ja, eine Person, die dir nicht so wohlgesonnen ist, die dich auf jeden Fall zu 100% im Visier hat. Ja, es ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass du hier wirklich schon anfängst zu differenzieren. Ist das deine Legung, ja oder nein? Hier hat dich jemand im Visier, der, wie gesagt, nicht gut auf dich zu sprechen ist und die geistige Welt macht ihm hier jetzt sozusagen Feuer unterm Poppes. Und mit dem Feuer wird etwas aufgelöst. Es brennt, ja, hier brennt etwas. Der Feuermeister, ei, ei, ei. Der Feuermeister. Naja, gut, vielleicht arbeitet dieser Hexenmeister vermehrt mit dem Element Feuer. Na, vielleicht ist das hier wirklich sein Gebiet. Es gibt ja viele verschiedene Elemente, das weißt du ja selber. Und manch einer hat halt für das Feuerelement ein Faible. Die anderen arbeiten gerne mit Wasser, mit Luft, mit der Erde. Viele aber mit dem Element Äther, weil durch das Element Äther, also durch den Geist, lässt sich einiges beschleunigen. Ne? Und hier ist es jetzt nun aber so, dass die geistige Welt zurückbeschleunigt. So schnell kann ja gar nicht gucken, wie das hier alles zurückgeht. Ja, das geht zurück durch ein Feuerritual, vielleicht durch Kerzenmagie. Hat man hier einen Schutz hochgezogen? Irgendwas scheint hier auf jeden Fall mit Feuer in Zusammenhang stehen zu müssen. Das ist wichtig, ja. Und die geistige Welt pfeffert zurück, aber gekonnt. Ja, das ist ein richtiger Konter hier. Das lässt die geistige Welt hier nicht zu, dass irgendwer von irgendwem im Hintergrund manipuliert wird. Negativ manipuliert wird. Ja. Beobachtung ist hier wirklich hoch im Kurs. Stalking ist hier hoch im Kurs. Weiterleitung von Informationen, hauptsächlich am Abend,
zur Abenddämmerung. In den Nachtstunden ist man hier wahnsinnig aktiv. Ja, da ist man Feuer und Flamme und hat ein Ziel. Aber dieses Ziel, also dich, da hat er hier die Rechnung gemacht ohne der geistigen Welt. Ja, also die sind hier hoch im Kurs, die sind enorm dabei. Ja, guck dir das an. Ganz, ganz viel Beobachtung. Hier hatte ich jemand ordentlich im Visier. Hat aber auch ein bisschen Angst, muss man dazu sagen. Angst, entdeckt zu werden. Deswegen schleicht man hier so drum herum, macht sich vielleicht auch unsichtbar. Das geht durch Rituale. Also man kann sich nicht physisch unsichtbar machen. Ja, aber die Energien kann man halt so dermaßen runterschwingen, dass man nicht auffällt. Ja, dass man sozusagen nicht gesehen wird, nicht gehört wird, dass man übersehen wird einfach. Ja, das geht. Und so einer scheint das hier zu sein. Aber letzten Endes ist es so, die geistige Welt sieht dich ja trotzdem, ja. Und deswegen bist du auch hier erschienen. Also so unsichtbar kannst du ja nicht sein. Und mit dem Feuer wirst du sichtbar gemacht. Also du kriegst, also hier kriegt jemand Order von der geistigen Welt. Also der ist erst einmal, ich glaube, nicht so viel aktiv. Ja, da muss schon irgendwas passiert sein. Irgendwas muss vorgefallen sein, dass der irgendwas zurückbekommen hat. Und deswegen ist er jetzt umso vorsichtiger. Ja, der trifft genaue Entscheidungen, der guckt sich in der Angelegenheit ziemlich genau an und auch sehr weitblickend, mit einem gewissen Überblick verbunden und guckt, okay, was gibt es denn da noch, was gibt es denn da noch zu sehen, wer schützt dich, wer bist du überhaupt, wie arbeitest du? Na, und sei vorsichtig, mit wem du hier Informationen teilst, weil so ein Flying Monkey kann auch eine Person sein, der du vertraust, ja, und dann letzten Endes treibt diese Person genau diese Information weiter, die für diesen Meister hier, für diesen Hexer, für den Magier interessant sind, um dahingehend tricksen zu können. Das ist ein Trickser. Ja, aber der kriegt Order von der geistigen Welt und das auch ziemlich schnell. Also hier ist nichts mit Manipulation, mit Illusion, mit Verarschung und ach, was weiß ich. Nee, wird blockiert, Gott sei Dank. Das wird blockiert. Ja, das ist schon. Oh, da ist ja noch einer. Der hat aber ein nicht so freundliches Ritual dir auferlegt, ne? Oder der wurde beauftragt oder irgendwie sowas hat es damit zu tun. Es geht hier darum, dass du viel an Komplikationen in deinem Leben bekommen sollst. Du sollst untergehen sozusagen, du sollst nicht vorankommen, du sollst dich auch nicht weiterentwickeln. Und vielleicht ist es ja das, was dir auch selber aufgefallen ist. Ja, irgendwas entwickelt sich einfach nicht weiter und du weißt einfach nicht, warum. Vielleicht wird auch irgendwas immer weniger und weniger und weniger, obwohl du nichts verändert hast, aber trotzdem wird es irgendwie weniger. Und du kannst dir einfach nicht erklären, woher die ganzen Komplikationen auf einmal kommen. Ja, dieses Unglück. Dieses Unglück, was sich immer und immer wieder den Weg gebahnt hat. Hier wurden Steine in den Weg gelegt. Durch eine hinterhältige Energie, die sich hier Hexenmeister nennt. Ja, und diese hinterhältige Energie hat letzten Endes dafür gesorgt, dass du in deinem Leben schwere Probleme bekommst. Ne? Was das Finanzielle betrifft, was auch deinen Wohnort betrifft, dein Haus, deine Wohnung betrifft. Ja, vielleicht auch Streit mit deiner Mutter, Streit mit einer Arbeitskollegin, Stress mit einer anderen Person, die vielleicht irgendwie das Gleiche im beruflichen Ding erledigt, so wie du auch. Was vorher eigentlich human ablief, sag ich jetzt mal, ja, so relativ ruhig war, wurde dann hier auf einmal sehr, sehr angestachelt. Na, also dir wurden sehr, sehr viele Probleme auferlegt, auch Krankheiten. Da kann, Schlange und Fische in Kombination stehen auch für eine Alkoholerkrankung. Ja, oder man hat auf einmal vermehrt Hämatome am Körper festgestellt und musste dann hier auch ins Krankenhaus. Ja, also mit der Blutgerinnung war dann irgendwas nicht in Ordnung. Weil hier haben wir auch Heilung einer gesundheitlichen Attacke, einer gesundheitlichen Schädigung drin. Ja, und deswegen greift die geistige Welt ein, um dich an. Ja, die geistige Welt greift an. Sehr gut, die greifen an, weil du darum gebeten hast. Ja. Ja, das geht zurück. Wenn das dir schon zurückgegangen ist sogar. Aber ich sehe, dass diese Energie aktuell gerade hier noch am Werken ist. Ja, die ist aktiv. Jetzt in der allgegenwärtigen Situation ist diese Energie aktiv. Und da wird sich hier dreimal umschauen. Also da hat er hier wirklich die Rechnung ohne
dich gemacht. Da hat er die Rechnung ohne der geistigen Welt gemacht. Ohne die Engel, ohne die aufgestiegenen Meister, ohne deine Ahnen, Krafttiere, was auch immer oder wen auch immer du um Unterstützung gebeten hast. Wurde gehört und es ist jetzt soweit, dass hier Hilfe naht aus dem Himmel. Ja. Und etwas wird in die Heilung gehen. Also eine Verbesserung wird sich hier wieder reinschleichen. Wirklich schleichen. Okay, das ist gut. Sternlilie, Schiff und der Brief. Du bist wirklich sehr, sehr stark beschützt. Ja, es ist halt wichtig, dass du dir so eine Angelegenheit nicht gefallen lässt und Maßnahmen ergreifst, um dich hier aber auch selber zu schützen, um dein Heim zu schützen, deine Finanzen zu schützen, deine Gesundheit zu schützen und all die Menschen, die mit deinem Umfeld zu tun haben, die mit in deinem Umfeld involviert sind, inklusive der Kinder, der Tiere, ja, und wenn vorhanden, die Nachbarn. Also ein erweitertes Spektrum an Schutzmaßnahmen anzustreben, um hier bestmöglichen Schutz auch für die, die in deinem näheren Umkreis sind, mit in dieses Schutzritual einzubeziehen. Ja, auch daran zu denken, weil die sind dann natürlich, du bist dann zwar raus aus der Nummer und dein näheres Umfeld, aber die anderen um dich herum, die sind ja dann sozusagen noch angreifbar. Ja, und so wirkt es auf mich und so sieht es auch ganz danach aus, als hätte er das nicht nur auf dich abgesehen, sondern auch auf dein näheres Umfeld, auch was die Arbeit betrifft. Und dass da den Kollegen ein Unfall nach dem nächsten passiert, ja, oder seltsame Dinge gehen vor sich. Die Autos gehen zum Beispiel kaputt, ja, oder ein Kollege, der zuvor nie Fehler gemacht hat, sehr zuverlässig war, begeht auf einmal Fehler und das immer und immer wieder und das verhäuft, ja, und so, dass es schon wirklich Ärger gibt. Dann sollte man die Ohren mal spitzen und sich mal hinterfragen, was ist da eigentlich los? Ja, weil ganz normal ist es ja dann doch noch nicht. Na, und nein, ist es auch natürlich, ist das nicht normal. Na, aber du sollst auf jeden Fall wissen, dass du viel zu diesem Gleichgewicht, zu diesem Schutz für dich beitragen kannst, ja, indem du auch mit einem Schutzritual dagegen wirkst, entgegenwirkst. Du machst das auch. Du machst das hier schon seit einem langen Zeitraum. Ja, vielleicht bist du schon seit einem guten halben Jahr dabei. Also 6 bis 9 Monate, vielleicht auch noch länger, dass du hier schon gegen solche Energien ankämpfst. Ja, das sind aber auch Gebete, die gesprochen wurden. Ne? Ja, das sind spirituelle Botschaften, das sind heilige Botschaften, heilige Schriften, heilige Formate, heilige Zeilen sozusagen, ja, die man entweder liest, die man ausspricht, die man vielleicht auch selber schreibt. Und das wirkt, tatsächlich wirkt das, aber du darfst es gerne noch ein bisschen ausweiten mit anderen Maßnahmen, ja. Das ist das, was ich gerade meinte. Also mal ein bisschen weiterdenken, Gebete sind ja schön und gut, beheben aber manchmal das Übel an der Wurzel nicht. Ja, da muss man da wirklich richtig anpacken, das ist wie Unkraut, so musst du dir das vorstellen. Hat sich da erst einmal so eine negative Energie eingenistet, verpflanzte sich wirklich wie Unkraut. Ja, und Unkraut kriegst du ja auch ein wenig einfach nicht so weg, indem du das mal so ein bisschen besprichst. Ja, das muss man dann richtig anpacken und an der Wurzel herausziehen. Und das sind dann zum Beispiel Rituale, die du machen kannst. Schutzrituale, entweder selber machst oder machen lässt, jemanden dabei beauftragst. Um das Ganze halt noch zu verstärken, ne? Verstärkende Energien wirken auch wie ein Katalysator, ja, und je mehr du an Energien sozusagen zu dir ranholst, die dich schützen, desto besser ist es natürlich auch für dich, denn letzten Endes macht der ja hier auch nichts anderes, ne, zieht viele Energien an, um hier etwas auszusenden, um dich zu treffen. Und deswegen, wenn du dann nicht so gut gerüstet bist, sag ich jetzt mal, ja, wenn dein Energiefeld nicht so stabil ausgebaut ist oder aufgebaut ist, erweitert ist, dann kann das dich halt ziemlich treffen und dann ziemlich schnell in ein Ungleichgewicht bringen. Deswegen der Hinweis an dich, erweitere bitte deine Schutzmaßnahmen. Und hol dir vielleicht ein paar mehr Energien ran. Das sind die Erzengel, das sind Krafttiere, das sind deine Ahnen, die aufgestiegenen Meister, Krafttiere, Götter, anderweitige Wesenheiten. Also das ist Jesus, ja, also an wen auch immer du da gerade denken magst. Hol dir den Schutz ran, den du hier brauchst, um davon auch profitieren zu können.
Ja, ich sollte hier schon vor längerer Zeit etwas erreichen. Das hat etwas mit einem sehr, sehr wichtigen und amtlichen Dokument zu tun. Irgendwer muss davon wissen. Ja, und dieses amtliche, wichtige Dokument wurde manipuliert durch einen medialen Eingriff, durch einen magischen Eingriff wurde hier eine Zeitverzögerung reingebracht und dadurch ein Knoten gesetzt. Und dieser Knoten, der war so fest zugezogen, dass der sich nicht lösen ließ. Ja, also ziemlich, ziemlich übel. Es wurden auch wirklich Knoten, in diesem Ritual, was der hier gemacht hat, da wurde auch eine Knotentechnik verwendet, ja. Je mehr Knoten man in dein Leben einbaut und jeder einzelne Knoten wurde mit einem ganz bestimmten Problem besprochen. Und deswegen haben sich so viele Probleme bei dir gezeigt. Ich weiß nicht, wie viele Knoten er hier geknotet hat und wie viele er hier besprochen hat. Mit der Schlange haben wir hier die Zahl 7. Das könnte eine Sieben-Knoten-Technik gewesen sein, also sieben Probleme sozusagen, die sich da eingeschlichen haben in deinem Energiefeld, die dafür natürlich letzten Endes gesorgt haben, dass etwas nicht zu dir kommen konnte. Ja, nun ist es aber soweit, dass die geistige Welt sagt, weißt du was, wir haben hier jetzt einfach so dermaßen die Schnauze gestrichen voll. Die geistige Welt ist auch schon echt angepisst. Die ist richtig angepisst. Können sich das Ganze hier einfach nicht mal mit angucken, weil man das auch irgendwie nicht lernt. Also dieser Meister, der hat ja schon mehrere Botschaften bekommen, dass er das sein lassen soll. Also das ist ihm ja wohl schon sehr, sehr wohl bewusst. Und dieser Hexenmeister hat auch versucht, hier irgendeine Energie aus deinem Energiefeld zu verbannen. Die Energie, die dich geschützt hat, zu verbannen. Und ja, das ist ein Hexenmeister, der hat hier höhere Wesenheiten angegriffen. Ja, die Erzengel, vielleicht auch die Cherubim, Seraphim, wobei an die kommst du eigentlich gar nicht so leicht ran. Eigentlich kommt man an die Wesenheiten gar nicht heran, auch nicht an Jesus. Ne, an Jesus würde sich das sowieso schon mal nicht gefallen lassen. Da würde dann hier mal eben schnell austeilen, aber so richtig austeilen. Was ich meine ist, hier wurden Erzengel angegriffen. Ja, weil man dich im Vorwege schon ausspioniert hat und gesehen hat, okay, wer ist um dich herum und wen müssen wir angreifen, damit wir diesen Schutz aus deinem Feld rausziehen können. Und sowas ist hier passiert. Wenn du das Gefühl hattest, du hast die Verbindung verloren zu einem ganz bestimmten Wesen, lag es daran, dass dieses Wesen angegriffen wurde. Weil man dich auf astraler Ebene beobachtet hat. Und das geht. Ja, das sind dann sozusagen die schwarzen Wächter, die dann losgeschickt werden, die sich unsichtbar machen und dann genau dein Leben studieren. Die sehen sich alles ganz genau an. Wer ist da? Wie wohnst du? Was sind deine aktuellen Probleme? Gibt es gesundheitliche Schäden? Wie arbeitest du? Wo arbeitest du? Ja, und diese ganzen Informationen wurden hier an diese Quelle weitergeleitet, die alles gesammelt hat. Und je mehr Wissen man hier hatte, desto besser ist es natürlich auch, denn desto mehr an Problemen konnte man dir hier rüberhelfen. Und deswegen haben so viele Dinge nicht funktioniert, deswegen ist einiges nicht stattgefunden, deswegen haben auch so viele positive Dinge auf sich haben warten lassen. Eben weil es nicht nur ein Problem war, nein, sondern gleich bis mindestens zu sieben Problemen. Das ist der Grund. Und die geistige Welt ist jetzt mehr als angepisst, habe ich schon gesagt, aber die sind halt jetzt sauer, ne? Der legt sich mit denen hier auch richtig an, also der geht auch mit denen ins Gespräch, der droht auch der geistigen Welt, also der oberen Welt, und hat hier irgendwie ein Ultimatum gestellt. Dieser Hexenmeister, dieser Magier hat hier irgendein Ultimatum gestellt an die geistige Welt. Wenn ihr dies, das und jenes nicht macht, dann wird dies und das und jenes wiederum passieren. Und das sieht man hier auch. So, nun ist es aber einer, der eine ziemlich große Klappe hat und sich dessen gar nicht bewusst ist, mit wem man sich hier eigentlich anlegt. Und ja, solche Menschen gibt es. Ne, die haben einen Überhang zur Größenwahnsinnigkeit. Die sind sehr arrogant, die sind von sich so enorm überzeugt und so dermaßen im Ego verfangen, dass sie das eigentlich gar nicht merken. Ja, und das ist jetzt sozusagen das, was bei ihm hier gezogen wird. Also der Stöpsel wird gezogen, da wird jetzt mal so ein bisschen was abgelassen, damit diese Person jetzt mal wirklich merkt, wer hier eigentlich am längeren Hebel sitzt und wie machtvoll die geistige Welt wirklich ist.
Kann sein, dass du das alles gar nicht um dich herum mitbekommst, weil du mit deinem Leben selber beschäftigt bist. Das ist klar, das ist reine Ablenkung, das ist ein Plan. Das ist ein Plan, du sollst auch abgelenkt werden, damit du dich nicht auf das, was drumher, also was hinter dir passiert, sozusagen fokussieren kannst. Ja, damit du so dermaßen mit dem Problem beschäftigt bist. Und die Probleme, die sind ja leider negativ behaftet. Ja, und deswegen sollst du dich in diesem Problem so dermaßen verstricken, dass du da nicht mehr herauskommst. Also dich in eine Art der Abhängigkeit zu treiben. Ja, das ist ein taktisches Vorgehen hier. Das ist eine taktische Manipulation in deinem Leben. Deswegen konntest du dich hier nicht erheben. Deswegen sind auch vielleicht ein paar Verbindungen in die Brüche gegangen. Deswegen musstest du hier auch vielleicht irgendwas loslassen, was du vielleicht gar nicht hättest loslassen müssen. Weißt du, wie ich das meine? Wir reden hier immer noch von Manipulation. Und der hat hier jetzt ordentlich bei Dreck am Stecken. Und der hat auch niemanden, der ihn schützt. Er schützt sich selber oder sie. Bringt ihm aber nichts. Dem wird das Maul gestopft. Ups. Ja. So sieht's ja aus. So, das ist also hier heute der Shooting Star hier. Der Hexenmeister. Ich will wissen, wie es jetzt hier mit dir weitergeht. Du hast jetzt Hintergrundinformationen, du weißt, was zu tun ist, und bitte erweitere dein Schutzspektrum. Das ist ganz, ganz wichtig. Manchmal reichen Gebiete nicht. Ich sage, dass sie nicht helfen. Nur manchmal hilft es nicht. Manche Menschen müssen auch in einer spirituellen Ausreinigung. Wenn dir eine Wesenheit geschickt worden ist, die Einfluss auf dein Leben genommen hat, wie zum Beispiel ein Djinn. Und Djinns, das sind keine angenehmen Artgenossen, ganz im Gegenteil. Aber bei den Djinns helfen Gespräche bzw. Gebete herzlich wenig. Weil die sich nicht den dämonischen Gesetzen anpassen. Die haben ihre eigenen Gesetze, die machen auch ihre eigenen Gesetze. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Wichtig ist, dass du hast hier eine wichtige Bezugsperson aus der oberen Welt. Dass du, was auch immer passiert, ja, vielleicht hast du auch die Verbindung verloren, vielleicht hast du auch auf einmal kein Interesse mehr entwickelt, ja, oder hast dich einfach irgendwie nicht mehr so wirklich darum gekümmert. Ja, das ist dann auch ein Anzeichen dafür, dass du weggedrängt worden bist, ja, weil das so sein sollte. Der wollte das so. Gut, was ist mit dir, liebe geistige Welt, in Bezug auf die betroffenen Personen? Wie sieht es da aus? Also ihr greift ja hier nun ein und bringt den auf den Scheiterhaufen hier, metaphorisch gesprochen. Der darf brennen, der geht auf den Scheiterhaufen hier mit seiner Scheiße. Ah, das ist ein richtiger Fetisch, ne? Der findet das ganz geil. Krank ist das einfach nur. Aber gut, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Ja, solide. Sehr solide. Doch, muss ich sagen. Wunderbar. Sehr schön. Also du kommst hier aus diesem Gefängnis. Ja, das, was dich hier aufgehalten hat. Das, was dich hier wirklich in eine Stagnation gebracht hat. Da kommst du raus. Du wirst dich wieder erfüllen, auffüllen. Mit den 10er Kelche kommt all das wieder zurück, was dir hier vielleicht genommen wurde, was dir untersagt wurde, was dir vielleicht auch verboten wurde, dass du es nicht erhältst. Und mit der Gerechtigkeit ist das hier ein positives Karma für dich natürlich, ja?
Es geht hier aber auch um die Wahrheit. Ja, du sollst der Wahrheit ins Gesicht blicken. Deswegen habe ich dir vorhin gesagt, pass auf, mit wem du Informationen teilst. Das kann eine Person sein, der du vertraust, die dir eiskalt in den Rücken fallen wird oder schon gefallen ist. Ja, aber hier stellt sich erst noch eine Energie ein in Bezug auf die Wahrheit selber. Das bedeutet eigentlich im Umkehrschluss, du wirst wissen, wer dafür verantwortlich ist. Ja, und diese Person wird zur Rechenschaft gezogen, muss sich hier sozusagen vor dem hohen Gericht verantworten und wird die Konsequenzen tragen müssen. Es geht hier nicht anders, aber ansonsten kann kein Gleichgewicht stattfinden. Hier ist viel Unheil passiert. Ja, also das ist wirklich, das hatte eine immense Ausmaße gehabt auf dein Leben, auf deine Lebensqualität. Standest schon ein paar Mal vorm Abgrund oder vielleicht sogar immer noch, ja, und bist immer noch dabei zu kämpfen, wieder aufstehen, und dann fällst du vielleicht wieder auf die Nase, dann stehst du wieder auf, ja, und irgendwann hast du die Schnauze voll. Und vor allem zieht das auch alles an Energie ab. Das ist reine Energiearbeit. Ja, und die Energien, die dir genommen werden, kommen ja dem hier jedes Mal zugute. Und das ist ja der Scheiß an der Sache. Das geht an den ja zurück. Das nährt ihn ja. Das nährt die Energie, die freigesetzt wurde durch das Ritual. Und natürlich auch, wenn vorhanden, diese Wesenheit. Bei dir wird sich das Karma einstellen in langsamen Schritten, in kleinen Schritten. Ja, das muss aber auch passieren, weil sich natürlich, du musst dir das so vorstellen, das ist ja hier alles total, total im Ungleichgewicht. Ja, und kommt dann jetzt so ein riesiger Schwall in positive Energie rein, dann kippt das alles auf einmal wieder nach hinten oder nach vorne oder nach oben. Und dann könntest du halt überfordert sein. Es geht jetzt eigentlich primär darum, dass diese Angelegenheit langsam ausgeschlichen wird und du merkst dann fortan immer und immer wieder, dass es jeden Tag besser wird. Aber du musst auch aktiv daran mitarbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und immer im Vertrauen bleiben an deine Wesenheiten, an die Engel, die du da bei dir hast, die um dich herum sind, dass du immer an deine Engel glaubst. Glaube bitte immer an deine Engel. Wenn du das Gefühl hast, die Energie ist weniger geworden, die Verbindung ist weniger geworden. Nein, ist sie nicht. Und guck mal, wo der Teufel da gerade hingerutscht ist. Auf den Hexenmeister. Ja, im Auftrag des Teufels unterwegs. Oder man wurde beauftragt. Echt unglaublich. Aber ja, so spielt das Leben, ne? Es erwartet dich auf deinem Weg, den du jetzt gehst, der sozusagen eingeleitet wird, damit du da rausgeführt wirst. Auf deinem Weg begegnet dir ein Ritter der Kelche. Das ist ein Mann, das kann auch eine Frau sein. Geschlecht ist jetzt hier gar nicht so wichtig. Eine Person, die sehr liebevoll ist. Und die dir irgendwie in einer schwierigen Situation vielleicht irgendwie so einen kleinen Hoffnungsschimmer rübergibt. Das ist wie so ein Hoffnungsblick. Das ist wie so Glück im Unglück. Dir geht es vielleicht scheiße oder du bist gerade dabei, dich wieder von irgendwas zu erholen. Und auf einmal kommt da so eine schöne Energie rein, die irgendwas mit dir macht. Die bringt was ins Gleichgewicht. Du fühlst dich gut, du fühlst dich belebt, du fühlst dich wertgeschätzt, du fühlst dich schön und attraktiv. Der Ritter der Kelche ist natürlich ein Charmeur. Ja, aber der meint das schon ernst hier. Der meint das schon ernst und plant auch etwas Langfristiges. Also, das ist eine Person, die jetzt auch nicht gleich vorhat, wieder zu gehen. Das ist ein Mann, das ist eine Frau, die hat schon starkes Interesse daran, dich kennenlernen zu wollen. Wirklich. Das könnte eine Person sein, die auch sogar vielleicht ein bisschen jünger ist als du. Oder du bist jünger als die Person selber. Na? Also, alles wird gut. Ja, bleib bitte im Vertrauen. Mach deine Schutzmaßnahmen, lass nicht nach in deinem Glauben, ganz wichtig, und geh weiter erhobenen Hauptes voran. Geh voran. Zu wissen, dass diese Person, die das hier verursacht hat, die dafür verantwortlich ist, zur Rechenschaft gezogen wird, und das wird sie. Der hat ja auch schon, also irgendwie, das war wirklich zu viel. Das war wirklich zu viel, das war too much, was man hier gemacht hat. Die Beweggründe sind manchmal unterschiedlichster Natur. Ich kann zwar mal fragen, was der Grund hier ist,
warum man dich so angegriffen hat, warum man dir hier so viele schwere Steine in den Weg gelegt hat, ja, warum man nicht wollte, dass es dir gut geht. Die Beweggründe sind aber meistens immer sehr, sehr unterschiedlich. Fakt ist, es ist manchmal wirklich so ein Ding des Neides, ein Ding der Eifersucht, ein Ding des Misserfolgs, ja, oder weil man hier einfach nicht möchte, dass gewisse Dinge ans Licht kommen. Aber dieser Meister, der hat selber schon Probleme bekommen, der hat auch schon Ansagen bekommen. Nicht nur von der oberen Welt, sondern auch von der unteren Welt. Hat man darauf gehört? Nein, hat man nicht. Der hat schon Probleme bekommen, Nasenbluten hat er schon bekommen, auch schwarzes Nasenblut. Der ist morgens mit einem schwarzen Nasenblut aufgewacht. Hat man darauf gehört? Nein. Er hat Träume geschickt bekommen, dass er von Maden und Würmern aufgefressen wird. Hat er darauf gehört? Nein. Das sind alles Warnungen, die man von der Unterwelt bekommt. Dass man hier aufhören soll, hier ist jetzt ein Stopp, es ist genug. Aber hier war irgendwie etwas nicht gut genug. Man wollte die vollständige und katastrophale Zerstörung. Und jetzt hat er zwei Energien hier um sich herum, die ihn in Schach halten. Und das ist wiederum dein Vorteil. Ja, die holen sich jetzt das zurück, was im Vorwege geleistet wurde auf negative Art und Weise. Das bedeutet, das, was man negativ an dich ausgesendet hat, geht jetzt postwendend zurück, damit das Positive folgen kann. Und der holt sich auch das zurück, was er hier vielleicht auch nicht bekommen hat. Der wird selber manipuliert. Der ist auch letzten Endes nur eine Marionette. Das merkt er hier nicht. Der hat Kraft von der Unterwelt bekommen. Also da hat hier irgendeinen Verbündeten, mit dem er sich zusammengetan hat. Und dieser Verbündete hat ihm die Kraft gegeben, gewisse Dinge hier zu tun und zu machen. Sonst hätte er die Macht gar nicht. Die Kontrolle, den Erfolg, was auch immer, hätte er gar nicht. Und das wird ihm jetzt alles weggenommen. Man hat ihn gewarnt. Oder man wird ihn noch warnen. Die warnen aber nicht ständig und irgendwann ist auch mal die Geduld am Ende. Was passiert dann? Das haben wir nicht in der Hand. Das entscheidet die obere Welt, das entscheidet die Unterwelt. Wie was umgesetzt wird, wie was eingeleitet wird. Die obere Welt und die Unterwelt sind zu karmischen Aktionen autorisiert und demnach liegt das bei denen in den Händen, nicht bei uns. Daher ist die Frage nach diesem Wie eigentlich komplett sinnlos. Das macht keinen Sinn. So, was ist hier das Problem? Warum hat er das gemacht? Oder sie? Meine Güte, ey. Immer diese Besitzansprüche an irgendwelche Personen stellen. Ich sag's ja, da wurde beauftragt. Durch die Königin der Schwerter wurde er beauftragt und es geht um einen Mann. Das ist so typisch. Diese Frau oder dieser Mann stellt Ansprüche an diesen König oder an diese Königin her. Du solltest in den Mangel getrieben werden, das ist leider passiert. Dir wurden die Augen verbunden, dir wurden die Hände gebunden, du wurdest manipuliert, dir wurden negative Dinge eingeredet, die nicht der Wahrheit entsprachen. Deswegen sagte ich dir das vorhin. Das, was du losgelassen hast, solltest du das eigentlich loslassen? Ich glaube, bei einigen ist das nicht so. Denn das war nämlich das Ziel, dass du es loslässt. Das sollte eigentlich gar nicht so sein. Gut, letzten Endes liegt die Entscheidung bei dir und liegt bei deinem Verstand aber auch. Aber bei einigen ist es leider so, die wurden so weit mobilisiert, die wurden so weit manipuliert, dass man hier Dinge losgelassen hat, die eigentlich für dich bestimmt waren, bestimmt sind. Tja. Und jetzt hast du dich mit Sicherheit so weit verändert und so weiterentwickelt, dass du in dem Modus auch angekommen bist und sagst, ja, du. Dann ist es so, dann soll es so sein oder mich interessiert diese Person nicht mehr. Das ist ja nur, damit du drüber nachdenkst. Ja, letzten Endes hast du alles selber in der Hand und keiner kann für dich entscheiden. Es ist nur eine Information, denk bitte immer daran.
Es ist nur eine Information und man sagt dir hier nicht, wie es weitergehen soll oder wie es weiterzugehen hat. Ich kann dir nur sagen, dir wurde beabsichtigt jemand nicht gegönnt, weil die Schwertkönigin hier jemanden im Visier hat, den sie für sich selbst beanspruchen wollte. Hat leider funktioniert, aber nicht mehr lange. Denn hier geht was an die Decke. Und wie du dann, wenn es dann soweit ist, wie du dann über diese Situation denkst. Tja, aber die muss mit dem hier zusammenarbeiten. Die arbeiten beide hier zusammen. Und sehr aktiv. Sehr aktiv. Interessant. Naja, ist ja leider gang und gäbe, ne? Das ist ja schon der gute Tonfall heutzutage. Anders scheint es ja hier gar nicht mehr zu gehen. Menschen sind da im Gefühl gar nicht mehr richtig dazu fähig, gewisse Dinge auf Augenhöhe zu klären. Nein, da muss man gleich zu irgendwelcher schwarzen Magie greifen, um die Menschen unter Druck zu setzen, um denen ein Unheil rüber zu schicken, um die vielleicht auch sogar ins Grab zu bringen. Das ist echt unfassbar, das ist echt unglaublich. Mörder sind das. Das sind einfach nur Mörder. Und nehmen dafür auch noch Kohle. Für so eine Art der Dienstleistung. Das ist keine Dienstleistung. Aber gut. Das geht auch an sie alles zurück hier. Und jemand wird sich wiederum, also er wurde auch verzaubert, nicht nur du, sondern er auch negativ beeinflusst. Sehr negativ beeinflusst. Die kriegt sehr, sag ich so, das geht hier alles zurück. Das ist auch ein Spiegelmagie, ne? Also da haben auch einige ein Portal eröffnet. Ja, die Gegenseite kann Portale eröffnen, Wesenheiten sind dazu entstanden, nicht alle, aber ein paar wenige, die auch die Macht dazu haben. Ja, das geht. Und Spiegel sind ja prädestiniert dafür, ja. Die dienen natürlich als spirituelles Portal, wodurch Energien hin und her wandern können, ne? Ein- und ausgeschleust werden können. Deswegen, guck dich mal um bei dir zu Hause, wo hast du Spiegel zu stehen? Besonders im Schlafzimmer und im Kinderzimmer haben Spiegel nichts zu suchen. Das ist jetzt natürlich keine Gesetzesvorlage, ne? Aber wenn man hier schon sehr, sehr stark attackiert ist, sollte man Maßnahmen ergreifen. Das ist das, was ich vorhin meinte, beziehungsweise was die geistige Welt sagt. Erweitere deine Schutzmaßnahmen. Guck dir die Spiegel an. Sind Spiegel im Schlafzimmer? Sind Spiegel im Kinderzimmer? Wo du dich am meisten auffällst? Raus mit den Spiegeln. Wenn es nicht geht, dann häng die Spiegel bitte ab. Ja, mit einem schwarzen Tuch zum Beispiel. Das kann auch ein schwarzes Bettlaken sein. Irgendetwas. Das muss aber wirklich von oben bis unten komplett bedeckt sein. Das ist das Erste, was du machen solltest. Das Zweite ist, schließe die Portale. Wie machst du das? Das ist wirklich einfach. Du nimmst eine Schüssel mit Wasser und reibst damit alle Spiegel, den Oberflächen bei dir zu Hause ab. Ganz wichtig, wenn du das machst. Das Wasser-Salz-Gemisch muss mindestens 24 Stunden trocknen. So lange fährst du bitte alle sich spiegelnden Oberflächen nicht an. Sonst wirkt es nicht. Es braucht mindestens 24 Stunden, bis diese Energie neutralisiert werden. Wenn du das machst, dann passiert nämlich genau das mit der Gegenseite. Die können nichts mehr sehen. Und das ist nämlich der Vorteil, den die hier hatten. Die haben ein Portal geöffnet. Ja, das wirkt wie ein Schleier. Das Wasser-Salz-Gemisch. Du kannst es auch noch im Vorwege durch die obere Welt, durch Jesus, durch die Erzengel energetisch aufladen lassen. Oder du machst das selber, wenn du weißt, wie das geht. Ansonsten lässt du das bitte energetisch aufladen. Dann wirkt es nochmal verstärkt. Und mit allen sich spiegelnden Oberflächen meine ich nicht nur Spiegel, ich meine auch Fenster. Ich meine auch Glasoberflächen, Handys, also Displays, iPads, Laptops. Und dergleichen. Türen. Ja, überall, wo Glas ist.
Ja, wenn du jetzt natürlich in einer Wohnung wohnst, die recht groß ist, dann hast du natürlich einen Aufwand, aber dieser Aufwand sollte dir wert sein. Ja, das Ganze sollte dir wert sein. Das geht immer nicht um deinen Schutz. Ja. Und du kannst natürlich auch darum bitten, wenn du alles abwischst, dass die geistige Welt, am besten natürlich sprichst du hier die Erzengel an, besonders Erzengel Michael, dass du ihm sagst, dass er mit all seiner Kraft und auch in unterstützender Kraft von Jesus Christus nun alle Portale schließen soll. Und die sollen noch so verschlossen bleiben, dass nichts und niemand mehr da durchdringen kann. Und ganz wichtig ist, dass du Erzengel Michael sagst, alle Portale, die er schließt, die soll er mit seinem Siegel versiegeln, dass da auch wirklich nichts durchkommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Jeder Erzengel und auch jeder Dämon, die haben ihre Siegel. Ja, und diese Siegel, die haben Macht, weil diese Siegel die Energien der jeweiligen Wesenheit bündeln. Auch Jesus. Kannst auch mit Jesus und Erzengel Michael arbeiten. Das ist dir überlassen, wie du das machst. Ja, das ist nur ein Input. Wie du das machst, ist dir überlassen. Wie gesagt, aber sage immer, dass die das mit ihrem Siegel schließen sollen und dass die Siegel aktiviert werden. Ja. Bei dir wird wieder die Sonne scheinen. Guck dir das an. Die Sonne, wunderbar, tolle, geile, positive Entwicklung, die hier auf dich zukommt. Relativ schnell, relativ positiv. Was heißt relativ? Nur positiv. Die Sonne ist die höchste Glückskarte im Tarot. Die spricht von positiver Entwicklung, von Lebensfreude, von Vitalität, Gesundheit, Erleichterung, Erlösung, Freiheit, ja, aufatmen können. Das ist so, als würde bei dir wirklich der Knoten platzen. Wenn der Knoten platzt, dann weißt du ganz genau, die geistige Welt hat diese Situation jetzt unter Kontrolle. Frag mich bitte nicht, warum die nicht vorher eingegriffen sind. Das kann ich dir nicht beantworten. Da musst du selber ins Gespräch mit der geistigen Welt gehen. Das kann ich dir nicht sagen. Alles passiert immer dann, wie es passieren muss, zum richtigen Timing. Und du weißt, in der geistigen Welt existiert weder Raum noch Zeit. Wenn du Weihwasser hast, dann kannst du auch mit Weihwasser die Spiegel, die Fenster alle einmal abputzen. Und wichtig ist von beiden Seiten, ne? Innen und außen, ganz wichtig. Ja, die Türklinken auch. Du bist hier sehr, sehr stark beschützt. Du bist sehr stark beschützt. Also du musst keine Angst haben, dass dir hier nochmal irgendwas passiert. Ah, dein Glaube an die geistige Welt mobilisiert sehr, sehr viel. Das sind deine Gedankengänge, die du raussendest. Das sind deine Gebete, die du raussendest. Das sind deine Fürbitten, das sind deine Segnungen, das sind deine eigenen Worte, die du sprichst. Ja, die mobilisieren hier schon wirklich sehr, sehr viel. Deine Anbindung nach oben ist wahnsinnig stark ausgeprägt und sehr, sehr gut ausgeprägt. Ja, du kannst hier wirklich mit einem Wunder rechnen. Der Stern spricht auch immer für ein Wunder. Das ist sehr, sehr schön hier. Also positives Karma kommt. Positives Karma stellt sich jetzt ein. Für eine andere Person nicht. Geht alles zurück, was du auch machst. Das ist genau richtig. Und das ist angekommen. Zwei der Kelche. Wunderbar.
Der Magier. Ja, du hast ein Schutzritual machen lassen. Irgendwas wirkt hier sehr verstärkt tatsächlich. Immer und immer wieder zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem sehr, sehr bestimmten Zyklus. Wirkt hier etwas immer und immer wieder, wurde neu aktiviert, wurde neu ausgerüstet, aufgebaut, erweitert. Also da sieht man schon, dass du sehr, sehr hart daran gearbeitet hast, an dem Schutz. Einige sind dabei, aber andere noch nicht. Die müssen ihren Schutz wirklich erweitern. Ja, das ist das, was du umsetzen kannst, was ich dir da mit auf den Weg gegeben habe, wenn du das umsetzen möchtest. Ja, wie gesagt, das wird dir überlassen sein. Nichts davon musst du annehmen. Ja, die Liebenden. Tja, das ist das Hauptproblem hier von dieser Dame, die nicht loslassen kann, die hier jemanden gerne zurückhaben möchte. Es aber nicht geht, weil du existierst. Deswegen hat sie so reagiert. Sehr empfindlich, sehr empfindsam, was diesen Menschen hier betrifft. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses ganze Tamtam wegen so einem Menschen das wert ist. Ich weiß es nicht, ob das Ganze hier wert ist. Meine Güte, das ist ja furchtbar. Du wirst eine neue Person kennenlernen, mit Sicherheit. Das ist dein Karma. Und das ist eine Person, die wirklich deiner Seelenfamilie angehört. Das ist ein richtiger Seelenpartner. Aber der andere, der hier, der nicht. Mit Sicherheit solltest du so eine ekelhafte Erfahrung machen, weil sie dir auf irgendeine Art und Weise, ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, weil es dir in irgendeiner Art und Weise wichtig war oder ja, wirklich wichtig war, weil du daraus etwas lernen solltest für dich selber, damit sich dadurch etwas mobilisieren lässt, bewegen lässt. Zu dir kommt eine neue Person, der hätte dich sowieso nur verarscht oder sie. Ja. König der Stäbe ist Dornhöschen und Dornhöschen ist hier immer auf der Suche nach einem neuen Döschen. Ja, also das ist ein Mensch, der meint es nicht ernst. Und wenn das Döschen langweilig ist, dann sucht man sich ein neues Döschen. Ja, du verstehst, was ich meine. Ich muss es hier so ein bisschen umschreiben. Aber letzten Endes ist dem halt immer sehr schnell langweilig. Ne? Er brennt jetzt zwar, ja, aber das ist nur diese Leidenschaft, die er hier hat. Ne? Mehr ist es nicht. Zu dir kommt eine neue Person. Das ist der Herrscher oder das ist die Herrscherin. Ja, und das ist eine Person, die wirklich weiß, was sie will. Das ist eine Person, die wirklich weiß, was sie braucht. Und das ist eine Person, die nicht abhängig ist. Weil diese Frau hängt ihn ja hier immer noch an den Klappen. Ja, die kommt von ihm nicht los. Das ist deren Karma aber. Weil die hier noch was zu bereinigen haben. Ja, und das, was die hier zu bereinigen haben, das ist nicht schön. Das ist wie so ein Rosenkrieg hier. Daher sehr froh, wenn dich die geistige Welt ausleitet, aus so einer Situation rausbringt, wegdrängt, mehr oder weniger, und dich zu einer ganz, ganz anderen Person führt, die viel, viel besser zu dir passt. Ob du das genauso siehst, ist dir überlassen. Ja, es ist aber schade, wenn du diese Chance verpassen würdest. Weil das ist eine Person, da kommt Freude rein, da kommt Spaß rein, da kommt Treffen rein, da kommt all das rein, was du irgendwie im Vorwege nicht hast, ja. Und das ist dann Ausgleich, aber auch auf materieller Ebene kommt hier ein Ausgleich wieder rein. Ja, gerade was die Finanzen betrifft, wird es anfangen zu fließen, wird es anfangen sich zu vermehren. Und mit der Acht der Stäben viel Kommunikation bei dir in beruflichen Angelegenheiten, ja, Aufträge, die reinkommen, Angebote, die geschrieben werden. Und dergleichen. Ja, du wirst dich hier vor Arbeit kaum noch retten können. Vielleicht bist du selbstständig. Man hat dich hier fast vor den Ruin getrieben. Oder es war sogar schon so weit, dass du dein Gewerbe abmelden musstest, dass es vielleicht so schwer war, dass du schon den Gang vielleicht auch hattest, eine Insolvenz zu beantragen, was auch immer, ja. Sollte dem so sein, kommt der Ausgleich aber letzten Endes doch noch durch. Ja, vielleicht zu spät, aber das kommt. Ja, mit den Acht der Stäben kommt es wirklich aus allen Himmelsrichtungen. Kontaktaufnahmen. Wie gesagt, du kannst dich wirklich freuen. Und die Person, dieser Herrscher oder die Herrscherin, die sich hier gezeigt hat, die ist ein bisschen anders. Die ist nicht so, wie du dir das sonst vorgestellt hast oder dieses typische Klischee an Mann oder Frau, das du sonst nur angezogen hast. Das ist eine ganz andere Person.
ist vom Aussehen her vielleicht anders, vom Alter her, von der Mentalität, von der Kultur, von der Religion. Aber was es auch ist, das macht euch beiden nichts aus, weil genau dieses Gegensätzliche zieht euch beiden hier wiederum letzten Endes sehr stark an. Ja, und das ist Liebe. Das ist wirklich Liebe. Und das ist etwas, das auf Augenhöhe hier basiert. Von beiden Seiten. Das ist dein Ausgleich. Dein Ausgleich ist Erfüllung, dein Ausgleich ist Glück, dein Ausgleich ist Erfolg. Und die geistige Welt hat dich nicht vergessen. Du bist nicht vergessen, die sehen nämlich alles. Ja, und wie gesagt, wenn du wissen willst, warum erst jetzt, warum die jetzt erst eingreifen, wie gesagt, klär das bitte selber. Ich kann es dir nicht sagen, schon gar nicht eine Allgemeinlegung. So sieht es ja aus. Ich bin durch mit der Legung, mit der Botschaft. Ich schaue jetzt noch mal abschließend, was dir die Engel jetzt noch aktuell mit auf deinem Weg geben wollen. Weil du hast hier definitiv nichts mehr zu befürchten. Und sollte dem dennoch so sein, dann sind das Angelegenheiten, die dir in dem Sinne nichts mehr ausmachen. Ja, weil das Schlimmste hast du hier schon geschafft. Das Schlimmste hast du hinter dir. Der größte Knall kam schon. Aber jetzt wird es leichter, das wirst du merken. Wichtig ist, dass du dich diesen Energien, diese negativen Energien nicht hingibst und dass du Maßnahmen, wie gesagt, einleitest. Es kann auch sein, dass du jemanden kontaktieren musst, der mal bei dir reinschaut oder dergleichen, ja. Wenn du Unterstützung brauchst, dann kannst du dich sehr gerne bei mir melden. Ich kann bei dir medial reinlesen und schauen, ob da irgendwas ist. Nein, ich nehme kein Geld dafür, denn ich war auch in so oder bin immer noch in so einer Situation drinne. Und ich wäre damals froh gewesen, wenn man mir mal sowas angeboten hätte. Hey, lass mich mal bei dir reinschauen. Wenn ich das früher gewusst hätte, was um mich herum eigentlich ist, dann hätte ich viel, viel früher Gegenmaßnahmen einleiten können. Aber so war dem nicht. Na, und leider kam das dann viel zu spät, die Hilfestellung sozusagen. Aber sie kam, ja, sie kam. Die Dame hat dann reingelesen und gesagt, dies, das und jenes ist bei dir, das und das und das hast du jetzt zu tun, ansonsten passiert das und das und das. So, und das hat mich ganz schön schockiert. Na, daher, meine E-Mail steht in der Kanalbeschreibung. Wenn du Bedarf hast und wenn du es möchtest, kannst du dich gerne melden. Wir machen einen Termin und dann schaue ich bei dir rein und kann dir sagen, ob da was ist oder nicht. Und wie gesagt, ich mache es kostenfrei aus dem eben genannten Grund. Nein, es hat nichts damit zu tun, dass ich mich hier bei irgendwen einschleimen will oder weil ich Punkte sammeln möchte. Nein, das hat damit nichts zu tun. Es hat einfach nur damit zu tun, dass ich damals gerne jemanden früher an meiner Seite gehabt hätte, der mir das schon er hätte sagen können, ja, weil dadurch hätte ich mir das eine oder andere Leid mit Sicherheit ersparen können, mit Sicherheit. Aber ich war ja da nicht aktiv, weil ich es nicht wusste. Mal schwarze Magie schleicht sich wie eine Schlange an, ja, wie eine Erkrankung, nistet die sich ein und breitet sich dann irgendwann aus und schlägt dann zu. Und als es dann bei mir zugeschlagen hat, war es allerdings schon zu spät. Deswegen. Mein Angebot an dich, es ist kein Muss, du musst überhaupt nichts. Na, also. Und das ist keine Kartenlegung. Ja, also nicht davon ausgehen, dass ich hier die Karten lege und dir dann dies, das und jenes sage. Nein, nein, nein. Das ist einfach nur mediales Reinlesen. Und dann kann ich sehen, was ist da bei dir und was ist da nicht. Gut. Engelbotschaft. Neue Erde. Verändere die Welt. Ja, die wird sich auch verändern, weil du die verändern wirst. Mit jedem einzelnen Schritt, den du gehst, aber auch mit jeder einzelnen neuen aufgenommenen Energie, die du dazu gewinnst. Lichtsamen. Erschaffe dir eine lichtvolle Zukunft. Ja, die liegt vor dir.
Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist 1:1 bestätigt durch die geistige Welt. Dir steht eine lichtvolle Zukunft bevor. Höchste Sphäre, du bist immer willkommen. Ja, du kannst auch immer um Hilfe bitten, ja. Es ist nicht zu wenig und es ist auch nicht zu viel. Die kennen das nicht. Dafür ist die geistige Welt da. Vielleicht hast du so ein schlechtes Gewissen und sagst, ja, aber ich bitte schon jeden Tag darum, ja, vielleicht zu jeder Stunde, zu jeder Minute. Das ist egal. Ja, die Energien der geistigen Welt sind unbegrenzt. Die haben ihre Schöpferquelle. Weil sie auch selber diese Schöpferquelle in sich tragen. Du natürlich auch, ja. Das ist eine unterstützende Maßnahme. Die geistige Welt bietet dir das nicht umsonst an. Himmlischer Impuls. Finde zu dir selber. Vielleicht ist es auch ein Impuls hier für dich gewesen, ne? Ungeahnte Möglichkeiten. Eine neue Tür öffnet sich für dich, ja. Dann sei mal gespannt, was sich da anzeigt. Eine neue Chance, eine neue Möglichkeit, eine neue Liebe. Ganz toller Mann, ganz tolle Frau. Das ist eine ganz, ganz tolle Liebesbeziehung hier. So eine richtige, ja, Lebensendpartnerschaft. Ja, das ist ein Mann mit Heiratspotenzial. Erwarte ein Wunder. Öffne heute dein Herz für ein Wunder. Du darfst es ab heute schon öffnen. Wann auch immer du diese Legung sehen wirst, das ist zeitlich unabhängig. Kommt dann zu dir, wenn es kommen soll. Öffne dein Herz für ein Wunder. Und das wird ein Wunder geschehen. Der Knoten wird platzen. Und dadurch wirst du auch vor Freude platzen. Positiv gesehen, ne? Lichtvolle Heilung. Heute geht etwas für dich in die Heilung. Vielleicht empfindest du ein Gefühl der Genugtuung, eines inneren Friedens, der sich irgendwie einstellt. Vielleicht ist das ja alles Balsam für die Seele für dich, was auch sein kann. Eine Kartenlegung kann auch Heilung sein. Heilung bedeutet nicht nur Jenseitskontakte oder Heilenergien. Auch eine Kartenlegung kann sehr viel bewirken. Wird meistens immer unterschätzt, weil man sagt, ach, die legen doch ja immer nur so ein bisschen die Karten. Nee, so ein bisschen Kartenlegen ist das nicht. Ruf der Seele, deine Seele kennt den Weg. Ja, die weiß, wo es lang geht. Stärke, nimm die Herausforderung des Lebens an. Hast du schon gemacht, machst du auch weiterhin. Weil du dich gestärkt fühlst, kommst du auch in deine Stärke. Und das ist der Ruf der Seele. Ja, deine Seele ist stark, du bist stark. Kraftfeldheilung oder Quantenheilung. Vereinte Kraft, wirke aus dem Licht. Ja, wunderbar. Und hier haben wir noch Körper, Geist und Seele. Schaffe ein gesundes Gleichgewicht. Ja, vielleicht auch die Ernährung, vielleicht auch ein bisschen mehr Sport, was auch immer. Auch körperlich darf sich da irgendwas noch verändern. Du bist gerade dabei, dass sich hier was verändert. Ja, wenn du ausgelaugt warst, wenn die Energie abgezogen wurde, kommt die ja wieder zurück. Und glaube, was für dich vorhergesehen ist, wird auch geschehen. Es kommt, es kommt. All das, was dir weggenommen wurde, das kommt alles zurück. Das ist gar nicht verloren gegangen. Das wurde irgendwo oben abgespeichert. Wie so ein Fonds einer Börse. Und dann wird es ausgezahlt. Mach dir keinen Kopf. Alles wird gut. 58 Minuten. Ach du Scheiße. Ja, ich hoffe, die Legung war dir hier dienlich. Ich hoffe es wirklich. Und du konntest hier mit irgendeinem Bereich, und ist der Bereich auch noch so klein, in Resonanz gehen, ja, sodass du hier irgendwas Wichtiges für dich mitnehmen konntest. Ich danke dir fürs Einschalten und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis bald!